Die Uni Hamburg bietet derzeit eine Menge ungenutztes Potenzial. Warum das so ist und wie das geändert werden kann, seht ihr gleich. Herr Professor Dr. Lenzen, der neue Präsident der Universität, nimmt Stellung und erläutert die Zukunftspläne. Perspektiven, Potenziale, Pläne. Die Zukunft der Uni Hamburg steht zur Diskussion. Zu dieser Debatte äußerte sich Unipräsident Professor Dr. Dieter Lenzen erstmals öffentlich. Schauplatz des Ganzen? Die Bucerius Law School in Hamburg. Eine große Schwäche ist der Zustand der Gebäude. Das kann auf keinen Fall so bleiben. Wir brauchen Geld, um sie in einen besseren Zustand zu bringen. Eine weitere Schwäche ist die Unterfinanzierung. Diese Universität ist eine der schlecht finanziertesten Universitäten in Deutschland. Das heißt, hier muss sich etwas ändern. Aber es gibt auch so etwas wie einen Aufbruchwillen in der Universität. Und das ist eigentlich die größte Chance, besonders dann, wenn er von den jungen Leuten mitgetragen wird. Die Uni Hamburg. Für den Präsidenten Lenzen eine leistungsstarke Hochschule. Diverse Mängel machen sie jedoch nicht hinreichend sichtbar. Schwächen, die Dr. Lenzen in einer 30-minütigen Rede immer wieder betont. Fokus des einleitenden Vortrags: Stärken, Risiken und Chancen der Uni Hamburg. Sowie zu guter Letzt natürlich konkrete Verbesserungsvorschläge. Ich denke, wir brauchen mehr Studiengänge, die 8 Semester lang sein dürfen. Wir brauchen eine Entschlackung des Studiums und vor allen Dingen eine Reduktion der unglaublich vielen Prüfungen, die einen von einem kontinuierlichen Lernprozess abhalten. Wir brauchen, ich sage es nochmal, natürlich mehr finanzielle Unterstützung, denn ohne das wird nichts passieren. Und Vertrauen zueinander. Anschließend diskutierten unter anderem die Senatorin für Wissenschaft und Forschung Dr. Herlind Gundelach über die Zukunft der Hochschule. Kooperation zwischen Gesellschaft und Universität. Laut Senatorin eine große Problematik. Ich möchte gerne, dass die Universität, die Hochschullandschaft Hamburgs insgesamt, sich stärker der Gesellschaft öffnet, aber die Gesellschaft auch mit ihr diskutiert. Und ich glaube, hat diese Veranstaltung heute nochmal einen wichtigen Schritt getan. Auch dem Publikum war es gegen Ende hin möglich, sich an der Diskussion zu beteiligen. Die Perspektiven der Hochschule der Hansestadt, auch für sie ein großes Thema. Ich teile die Meinung, dass das eine sehr gute Universität ist und dass sie sehr viel Potenzial hat, dass sie aber mit dem Potenzial noch nicht so richtig erkannt worden ist in der Stadt. Ich glaube, dass das, was Herr Lenzen gesagt hat oder was für mich so durchschien von seinem Vortrag, dass die Universität Hamburg eine sehr gute Universität ist, aber viele das noch nicht wissen, dass das, glaube ich, sehr zutreffend ist. Ich erwarte von ihm, dass er es schafft, der Senatorin deutlich zu machen, dass wir für unsere Universität, für die Studenten Geld brauchen, um die Studienbedingungen zu verbessern und dass das von der Stadt kommen muss und nicht von den Studenten. Geld von der Stadt und nicht von den Studenten. Dafür sorgt jetzt der Hamburger Senat. 25 Millionen Euro stellt dieser nämlich für die Beseitigung von Sicherheits- und Betriebsmängeln der Unigebäude bereit. Damit kann die Sanierung des Universitätsgebäudes definitiv beginnen.